Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Farmvlog. Wie man es vielleicht an meiner Kleidung sieht, der Herbst kommt langsam und es ist echt nur am Regnen. Es ist nass und ungemütlich und windig. Aber das soll der Sache ja keinen Abbruch tun. Deswegen geht es jetzt die nächste Zeit mal am IRC weiter, weil wir draußen nichts machen können. Aber das ist ja auch ganz gut. Da haben wir gestern schon angefangen. Hinten die Leuchten gehen schon mal und heute ist die Randalleuchte jetzt dran. Mal gucken, wenn wir das schaffen, vielleicht auch noch die Hupe ein bisschen mit anzufangen. Oder das Signalhorn. Genau, das ist erstmal der Plan für heute. So, Christoph ist jetzt schon dabei, die Rundumleuchte fertig zu machen. Ich filme da gleich nochmal hin, wenn er den Kasten aufhat und so. Dann kann ich das auch gleich nochmal eben zeigen. So, außerdem habe ich gestern schon mal eben hier die Frontladeschaufel geschweißt. Hier waren zwei Löcher drin, durchgerostet, rechts und links. Da habe ich von der Unterseite jetzt einfach eine alte Messerscheibe vom Mähwerk runtergeschweißt und hier oben einfach ganz aufgefüllt. Also in diesem Jahrzehnt rostet das, glaube ich, nicht mehr durch. Vorher ist die ganze Innenfläche noch weg. So, und da ich Christoph jetzt auch nicht mehr ganz viel helfen kann im Moment beim Verdrahten und so, von Elektronik habe ich sowieso wenig Ahnung, mache ich hier mal ein bisschen sauber. Ich habe eben jetzt schon die ganzen Spinnweben hier in den Schweinestallfenstern weggemacht und jetzt will ich hier vorne an der Diele auch noch mal eben lang, dass das auch gut aussieht, vor allem wenn man hier von der Straße mal rauf guckt. Dann kann das ja auch mal schier sein, wenn man da gerade Zeit zu hat, ne? Genau, und wie gesagt, ich melde mich dann gleich wieder. So, wir waren jetzt eben noch ein bisschen einkaufen, weil wir diesen Schlauch brauchten für das Horn. Dann haben wir gleich noch ein bisschen mehr mitgebracht. Ein Satz große Zangen, eine Zange für Sprengringe und so ein Magnet, so ein Winkelmagnet zum Schweißen. Mal gucken, wie das funktioniert. Und zwar brauchten wir jetzt noch mehr Schlauch, weil wir das ein bisschen anders machen wollen mit dem Horn. Und zwar war der zuerst, oder ist ein kürzerer Schlauch mit dran. Zuerst wollten wir den Kompressor hier so mit dran setzen, an den Schlauch hier mit dran. Aber jetzt nehmen wir einen etwas längeren Schlauch, gehen hier ganz mit rein und den Kompressor in den Kasten mit rein. Ja, muss man eben gucken, ob hier eine Taschenlampe ist, dann sieht man noch mal ein bisschen mehr. Irgendwo muss sie hier noch hängen. Da oben ist sie. Dann kann ich das auch gleich mal eben am Träger zeigen, wie das da alles aussieht. So. Zack, zack. Sieht man das? Ja. Also, wir haben hier das rote Kabel, kommt von der Sicherung, hier einmal ganz durch, darüber ist das abgesichert. Die Sicherung ist nämlich frei, weil hier vorher ein Stecker drin war, ein Zigarettenanzünder, aber den brauchen wir eh nicht, deswegen ist der rausgekommen. Darüber läuft das Ganze jetzt, über die Sicherung. Wie gesagt, hier geht der Strom lang, hier rein. Und dann kommen einmal sind zwei Kabel von den hinteren Leuchten, zwei Kabel von den Leuchten oben und ein Kabel ist von der Rundumleuchte jetzt. Die funktioniert auch schon. So sieht das hier halt aus. Achso, und das ist der Kompressor hier. Der passt hier ganz genau rein. Deswegen wollen wir den hier mit reinlegen. Dann ist er vor Wasser geschützt und hier auch aus dem Weg. Dann sieht das auch noch besser aus. Und so sieht es im Moment von vorne aus. Ein Taster kommt jetzt ja noch fürs Horn da rein. Mal gucken, vielleicht machen wir den noch hier oben rauf. Bis jetzt ist das ja Licht hinten, Licht vorne. Und die können wir jetzt mal gucken, ich weiß gar nicht. Entweder ist das Rundumleuchte oder das. Und der letzte Schalter wird dann noch für Scheibenwischer, dass man den nicht da oben anmachen muss. Eigentlich war das erst gedacht, dass der eine Schalter für eine dreipolige Steckdose ist, dass wir an die dreipolige Steckdose nochmal Zusatzscheinwerfer anschließen können. Und dann wollten wir es eigentlich mit einem Magnet an irgendein Anbaugerät machen oder fest verbauen, dass man nur den dreipoligen Stecker ranmachen muss, draufdrücken, dann hat man am Arbeitsgerät auch noch Licht. Aber erstmal reicht das so mit dem Licht, was wir hier drin haben. Zur Not kann man das dann immer noch nachmachen. Hier ist ja auch noch Platz hier. So, ich mache jetzt mal Zündung an. Achso, ich hätte das Licht ausmachen können, aber zeige ich gleich mal im Dunkeln. So, einmal Licht vorne, Licht hinten. Ist auf jeden Fall richtig schön hell. Und so, was ist jetzt dran? Da leuchte ich. Ich habe jetzt mal beide an. Genau, da leuchtet sie. Die kann man in drei Stufen auch noch umstellen, die Randalleuchte. Jetzt im Moment läuft die eine Runde, dann kann die noch blitzen und die andere Einstellung weiß ich gar nicht, wie das aussieht. Aber das funktioniert auf jeden Fall auch noch. So, Licht wieder aus. Und jetzt... Oh, muss ich erstmal wieder runterkrabbeln.
Ich hoffe, der Ton funktioniert überhaupt von der GoPro. Letztes Video war das ja irgendwie ein bisschen komisch. Aber naja. Ich will jetzt auf jeden Fall erstmal hinter den Fendt noch das Talix-Mähwerk anbauen, weil ich soll hier im Dorf so eine kleine Fläche noch mähen. Vom Naturschutzverein ist die. Und ja, das mache ich jetzt mal eben mit. Wenn es trocken ist, wollte ich die morgen vielleicht mal eben abmähen. Das ist nicht viel, vielleicht 100, 200 Quadratmeter, mehr ist das nicht. Da bin ich ja schnell mit durch. Ich soll das machen, weil ich einen schönen kleinen Trecker und ein kleines Mähwerk habe. Die mit großen Maschinen kommen da nicht rauf, deswegen mache ich das eben fertig. So, alles ist angeschlossen. Vorne Licht. Licht hinten geht. Randalleuchte. Läuft. Und Horn ist auch gut. Läuft auch. So, die dicken Reifen habe ich jetzt auch eben schon eingeladen. Mal gucken, die bringe ich die Tage zum Aufziehen morgen oder übermorgen, denke ich. Und dann ist der Trecker ja auch endlich fast fertig. Ich war jetzt gerade mal eben beim Reifen aufziehen, endlich mal. Und ja, die Reifen sind drauf, Schläuche hatten die auch gleich da und eine neue Decke von dem kleinen Reifen habe ich auch gleich mitgenommen oder mit aufziehen lassen. Also wie gesagt, hier sind jetzt Schläuche reingekommen, die Reifen sind ja eigentlich schlauchlos. Aber er meinte, das kann sein, dass hier, das ist ja alles nur vernietet, dass da eventuell mal Luft rauskommen kann, wenn das ein bisschen arbeitet. Und deswegen haben wir lieber Schläuche mit reingetan. Finde ich auch eigentlich, ehrlich gesagt, schöner. Wie gesagt, er, der ist gleich da, konnte er gleich aufziehen. Und eine Seite hat er jetzt schon angebaut. Passt richtig gut. Ich habe sogar noch gedacht, dass es im Radkasten knapper wird. Aber ist ja ebenso gut, wenn das so viel Luft hat. So, also rechts der neue Reifen, links der alte. Den muss ich jetzt eben noch umbauen und hier habe ich noch den kleinen Reifen drin. So, das ist die alte Decke, die war beim zweiten Schnitt kaputt gegangen, glaube ich. Und da hat er dann gleich eine neue Decke mit neuem Schlauch reingemacht. Das waren eine 7.5/16 Reifen. Das sind ja die etwas größeren und dickeren Vorderreifen für den IHC hier. So, ich baue die andere Seite jetzt mal eben um und dann fahre ich mal eben eine kleine Runde. Okay, jetzt ist was passiert, was nicht ganz so geil ist. Ich weiß noch nicht, wie das passieren kann, aber hier der eine Bolzen ist gerade abgebrochen beim Anziehen. Ich denke mal, dass ich die Schraube dann da raufkriege, aber wie das sein kann, weiß ich auch nicht. Aber ich hoffe, das muss noch genug sein, dass ich die Schraube drauf kriege, sonst muss ich da was anbraten und neues Gewinde draufschneiden. Das wäre ja ungeil. Ich hoffe, ich kriege das Ding dann noch wieder raus jetzt im Moment. Scheiße. Also den Stift habe ich da jetzt außer Schraube gar nicht rausgekriegt. Wo habe ich die jetzt gelassen? Egal. Naja, aber ich habe noch eine passende normale Mutter gefunden. Die habe ich da jetzt einfach aufgedreht. Ist nicht das Schönste, aber hält, denke ich, erstmal. Dann muss ich mal gucken, ob ich einen neuen Bolzen bestellen kann. Also die Mutter da drauf. Und die Stehbolzen weiß ich auch nicht. Kann man die irgendwie austauschen? Die sind hier, glaube ich, raufgenietet, so wie das aussieht. Aber ich weiß nicht, ob man die rauskriegt und einen neuen darauf machen könnte. Da muss ich noch mal im Internet gleich gucken. Aber ich denke mal, so geht das erstmal. Kann man mitfahren. Genau, ich drehe jetzt gleich erstmal eine Runde, dann ziehe ich das noch alles nach. Jo, laufen tut er gut, aber das war ja auch nicht anders zu erwarten. Normalerweise müsste der Trecker jetzt auch noch ein kleines Stück schneller laufen, weil die Reifen einen größeren Durchmesser haben. Vielleicht hat es ja 1-2 km/h gebracht. So,
So, gestern ist ja nochmal ein Maisfahrvideo von mir online gekommen. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich sowas öfter machen soll. Mal etwas größere Technik filmen und das zusammenschneiden und ja, unregelmäßig hochladen, würde ich sagen. Also dich jeden Monat irgendwie, ja, wie das passt. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, ob euch das gefallen hat oder ob ich das eher lassen soll, nur die Farmvlogs machen soll. Das würde mich mal interessieren. Ansonsten sollte es auch schon gewesen sein. Danke fürs Zusehen auf jeden Fall. Guckt gerne mal bei Instagram vorbei. Fleißig weiter abonnieren und hoffentlich bis nächste Woche. Ciao.